Ja, hi, weitere Aufgabe aus dem Bereich der Statik, eine Klausuraufgabe, wie ich sie ganz ähnlich bei euch in den Klausuren schon gesehen habe. Ja, was ist hier dargestellt? Letztendlich ist es ein Rohr, ja, ein dünnwandiges Rohr. Die Wandungsstärke kann vernachlässigt werden. Und dieses Rohr hat hier einen Radius groß R. Und in diesem Rohr eingelegt sind drei Kugeln aufeinander getürmt. Diese drei Kugeln sind identisch, haben alle klein r als Radius und alle Gewichtskraft gk. Wir haben gesucht ist jetzt, wie groß muss die Gewichtskraft des Rohres sein, mindestens sein, damit dieses nicht über diesen Kipppunkt k hier zu kippen beginnt. Da ja diese Kugeln hier jeweils mit ihrer ja, seitlich hier eine Kraft auf diese Rohrwandung ausüben und über die jeweiligen Hebel ja, dieses Rohr eventuell zum Kippen kommen könnte. Ja, und es ist eben gefragt, wie groß denn ja, diese Gewichtskraft des Rohres mindestens sein muss, damit das nicht geschieht. Bevor wir jetzt hier die einzelnen Kräfte und Momentengleichungen aufstellen zu können, ist es erstmal wichtig zu wissen, unter welchem Winkel denn die jeweiligen Kräfte hier untereinander wirken. Und dazu müssen wir uns mal Gedanken machen. Naja, wie groß sind denn einerseits hier die horizontalen und die vertikalen Abstände zwischen den Zentren dieser Kugeln? Was wir hier wissen ist, dass ja jede Kugel hier den Radius R besitzt. Und wenn wir hier ein gedanklich hier zwischen diesen beiden Zentren eine Linie, eine Verbindungslinie einsetzen, dann wissen wir, dass diese Verbindungslinie gerade 2 mal klein r groß sein muss. Und was wir auch tun können, ist, dass wir hier uns gedanklich ein rechtwinkliges Dreieck einprojizieren, also hier rechter Winkel. Und dieser horizontale Abstand, den nenne ich jetzt hier einfach mal x. Und wie können wir jetzt dieses x ausdrücken? Dieses x ist ja letztendlich nichts anderes als der Radius des Rohrs mal 2, also groß 2r, minus 2 mal der kleine Radius, also 2 mal der Kugelradius, minus 2 mal klein r. Ja, und das können wir auch noch anders ausdrücken. Wir ersetzen dieses kleine r durch groß r. Das kleine r beträgt ja gerade 0,7 groß r. Also x ist gleich 2 mal r minus 2 mal 0,7 groß r. Somit ergibt sich unser x aus 2 minus 1,4, also zu 0,6 r. Machen wir uns auch noch gleich Gedanken über unseren senkrechten Abstand, auch den werden wir später noch benötigen. Also über unser y hier, ja, wie groß ist der Abstand in y-Richtung zwischen diesen zweiten Kugelzentren? Und das können wir jetzt letztendlich, rechtwinkliges Dreieck, aus dem Satz des Pythagoras ableiten. Unser y ist dann ja gerade gleich Wurzel aus. Wir haben hier die Hypotenuse, also 2r, anders ausgedrückt 2 mal 0,7 mal groß R, also 1,4. 1,4r im Quadrat und minus x Quadrat, also minus die 0,6r im Quadrat. Ja, wenn ihr das im Taschenrechner eingibt, ergeben sich da 1,265r. So, das sollten wir uns erstmal zwischennotieren. Was wir jetzt auch berechnen können, das ist ganz wichtig jetzt für die Kräftegleichung, ist dieser Winkel Alpha, der sich hier einschließt. Das Alpha können wir jetzt wie folgt berechnen. Wir haben einerseits das x, wir haben auch hier die Hypotenuse mit 2 mal klein r. Also ist doch unser Winkel Alpha Cosinus hoch minus 1. Ja, unsere Ankathete, das wäre unser x, also 0,6r. Und unsere Hypotenuse wären 2 mal klein r, also 1,4 groß r. R kürzt sich heraus. Wir haben also das Verhältnis von 0,6 zu 1,4 und davon Cosinus hoch minus 1, 64,62
2, 3 Grad. Nun, so viel dazu. Jetzt können wir beginnen, unsere einzelnen Kugeln frei zu machen, unsere Kräftegleichgewichte aufzustellen. Ich nummeriere die Kugeln hier gerade mal durch, dass wir entsprechend Kugel 1, die obere Kugel, sodass wir jetzt im nächsten Schritt eben diese Kräfte uns aufzeichnen können. Schauen wir uns einmal die obere Kugel an, die 1er. Wie sieht denn das aus? Wir haben hier diese Kugel, die hat hier einerseits die Gewichtskraft GK. Da die Gewichtskräfte hier alle drei Kugeln gleich sind, vergebe ich hier keine Indizes, sind alle entsprechend identisch. Wir haben hier die Kontaktkraft zwischen der Kugel 1 und der Kugel 2, die hier entsprechend wirkt. Ich nenne die jetzt mal FK1. Und wir haben hier dann entsprechend die Wandlungskraft FW1, ja, mit der sich die Kugel gegen die Rohrwandung abstützt. Ja, und der Winkel, unter dem das FK1 wirkt, das wäre ja gerade unser Winkel Alpha, den wir eben berechnet haben. Stellen wir die Gleichgewichtsbedingungen auf. Summe aller Kräfte in Y-Richtung soll gleich 0 sein. Was haben wir in Y-Richtung? Wir haben einerseits minus GK und andererseits plus FK1 mal Sinus Alpha ist gleich 0. Unser FK1 ergibt sich daraus dann GK durch Sinus Alpha. Ihr gebt das ein, Taschenrechner. 1,107 GK. Machen wir das gleiche in X-Richtung, brauchen wir die Wandlungskräfte. Und ja, was haben wir da? Wir haben in X-Richtung einerseits das FK1 mal Cosinus Alpha und minus FW1 ist gleich 0. FW1 ergibt sich damit zu FK1 mal Cosinus Alpha. Taschenrechner eingesetzt. Ergibt 0,474 GK. So, das gleiche können wir jetzt mit der Kugel 2 machen. Schauen wir uns an, was die Kugel 2 alles zu ertragen hat. Wir haben einerseits die Reaktionskraft aus FK1, die dann hier entsprechend auf diese Kugel drückt. Ja. FK1' nenne ich das mal, ist vom Trag her aber gerade FK1. Dann haben wir unsere Wandlungskraft FW2. Und wir haben wieder unsere Gewichtskraft GK. Und jetzt kommt die dritte Kontaktkraft dazu, also die Kontaktkraft zwischen der Kugel 2 und der Kugel 3. Also auch die hieß hier entsprechend einzuzeichnen, das wäre FK3. Ja, die haben alle hier entsprechenden Winkel Alpha, also die FK3 und die FK1, alle entsprechend unter dem Winkel Alpha, da diese Kugeln ja hier alle identisch sind, was den Radius betrifft. Wir können wieder Gleichgewichtsbedingungen aufstellen. Summe aller Kräfte in Y-Richtung ist gleich 0. Wir haben minus FK1' mal Sinus Alpha. Wir haben plus FK3 mal Sinus Alpha und wir haben minus GK ist gleich 0. Wir stellen um nach FK3. Das wäre dann FK1' mal Sinus Alpha und GK und das alles wiederum durch Sinus Alpha. Taschenrechner eingetippt. Ergibt dann 2,214 GK. Auch das können wir uns dann erstmal als Zwischenergebnis vermerken. Wichtig ist jetzt auch, die Wandlungskraft hier FW2 zu bestimmen. Das machen wir über das Kräftegleichgewicht in X-Richtung. Was haben wir hier? Wir haben FW2 positiv wirkend. Negativ wirkend minus FK1' mal, sorry,
mal Cosinus Alpha und minus FK3 mal Cosinus Alpha ist gleich 0. Umgestellt nach FW2 erhalten wir dann FK1 Strich mal Cosinus Alpha plus FK3 Strich mal Cosinus Alpha. Erhalten wir einen Wert von 1,423 GK. So, zu guter Letzt noch die dritte Kugel. Die dritte Kugel erhält jetzt hier diese Kontaktkraft FK3', vom Trag her gleich, ist nur die Reaktionskraft. Wir haben hier natürlich auch unsere Gewichtskraft GK und unsere, ich nenne das jetzt einfach mal Normalkraft, die als Reaktionskraft wirkt, die also von dem Boden aufgenommen werden muss, ist für unsere Aufgabenstellung nicht weiter interessant. Was jedoch interessant ist, ist dann eben unsere Wandlungskraft FW3. Die brauchen wir später für das Momenten, ja, für die Momentengleichung. Also stellen wir auf, Summe aller Kräfte in x-Richtung ist gleich 0. Wir haben positiv wirkend unser FK3' mal Cosinus Alpha, habe ich hier noch nicht eingezeichnet, aber auch hier wirkt der Winkel Alpha, und minus FW3 ist gleich 0. Nach FW3 umgestellt ergibt sich FK3 Strich mal Cosinus Alpha, und das FW3 ergibt sich dann zu 0,949 GK. Ja, und diese Zwischenergebnisse, also die Wandlungskräfte, die notieren wir uns jetzt hier mal zwischen. Unsere Wandlungskraft FW1, die drückt ja hier im Prinzip so auf die Rohrwandung. Ich mache hier schon mal frei. Also unser FW1 haben wir hier berechnet mit 0,474 GK. Unsere Wandlungskraft FW3 das sind 0,949 GK. Und unsere Wandlungskraft FW2 haben wir hier berechnet mit 1,423 GK. Ja, im nächsten Schritt müssen wir jetzt die Momentengleichung aufstellen. Für die Momentengleichung müssen wir uns natürlich auch noch Gedanken machen über die jeweiligen Hebelarme, wie groß unsere Hebelarme sind. Und schauen wir uns das mal an. Für FW3 haben wir den Hebelarm, ich nenne den jetzt L3, und das entspricht ja gerade unserem Radius der Kugel, ja, also 0,7 R. Für die Wandung, für die Wandlungskraft 2 hätten wir ja dann unseren Hebelarm L2. Und wie groß ist unser L2? Das wäre einerseits der Radius der unteren Kugel plus das Y, also 0,7 R. Plus y sind 1,265 R, 0,7 plus 1,265 sind 1,965 R. Ja, und dann unser L3 zu guter Letzt, L3. L3 ist ja dann gerade 1y, 2y plus klein r, also 0,7 R plus 2 mal das y. Das y ist also 2 mal dann entsprechend 1,265 R. So, damit können wir unsere Momentengleichung aufstellen. Wir betrachten als Kipppunkt den vorgegebenen Punkt K hier auf der linken Seite. Also Summe aller Momente um den Punkt K ist gleich 0.
Welche Momente haben wir, die positiv, also gegen den Uhrzeigersinn, in Drehrichtung haben? Das ist unsere Wandlungskraft FW2 mal der Hebelarm L2. Und negativ haben wir unsere Gewichtskraft des Rohrs, also minus GR mal R. Negativ wirkt auch unsere Wandlungskraft FW1 mit dessen Hebelarm L3. Ach, L1, sorry. Das ist natürlich L1. Und negativ wirkt auch unsere Wandlungskraft FW3 mit dem Hebelarm L3. Ja, und das alles muss gerade gleich 0 sein. Wir stellen um nach GR. GR ergibt sich dann aus der Wandlungskraft FW2, also den 1,423 GK. Mal unserem Hebelarm L2, 1,965 R. Dann haben wir als nächstes unsere FW1. Unsere FW1 sind 0,474 GK mal dem Hebelarm L1. Das sind 3,23 R. Und dann noch unsere Wandlungskraft 3, FW3, 0,949 GK. Mal L3 mal 0,7 R. Und das alles geteilt durch R. Wie ihr seht, das R könnt ihr hier im Zähler in jedem Term entsprechend dann rauskürzen mit dem R, was im Nenner steht. Und damit ergibt sich dann hier diesen Ausdruck. Den tippt ihr im Taschenrechner ein und erhaltet damit ein Ergebnis von 0,6 GK. Sprich, die Gewichtskraft des Rohres muss mindestens 0,6-fachen der Gewichtskraft einer Kugel entsprechen, damit das Rohr nicht kippt. Ja, wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt mir gerne. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder dabei seid. Bis die Tage.